Ländle Derby war in der siebten Runde der Regionalliga West angesagt. Der Blume FC Höchst musste vor eigenem Publikum gegen den FC Dornbirn antreten. Und die Hausherren brauchten unbedingt Punkte, um aus dem Tabellenkeller entfliehen zu können. Druck machten zunächst aber die in Weiß-Rot spielten Gäste. Daniel Krenn hier mit einem herrlichen Stangelpass. Thiago scheiterte aber an Höchstkeeper Matze Nagel. Die Rothosen blieben gefährlich, Freistoß Ribeiro. Der Ball segelte in die Mitte, der aufgerückte Verteidiger Johannes Hirschspiel verfehlte das Tor aber knapp. Höchst schaffte es kaum, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. Nach einer Viertelstunde kam der Ball hoch in den Strafraum, Ribeiro stoppte den Ball, legte sich die Kugel zurecht und traf mit diesem herrlichen Schlenzer zum verdienten 1:0. Der FC Dornbirn setzte sofort nach, Hardy Veit brachte in dieser Szene den Ball zur Mitte, Lukas Kartnick versuchte es per Kopf, verfehlte aber das Tor knapp. Die Partie lief weiterhin nur in eine Richtung. Dornbirn war in der ersten Halbzeit eine Klasse für sich und war nach einer halben Stunde wieder im Angriff. Lukas Kartnick mit einem Traumpass auf Daniel Krenn, der zögerte nicht lange und hämmerte das Leder vorbei an Torhüter Nagel in seine Ecke. Nach einer halben Stunde führten die Rothosen 2:0. Der FC Höchst besann sich danach auf seine Stärken, Mustafa Kara mit einem weiten Ball in den Strafraum. Igor Manolovic zögerte nicht lange und hämmerte das Leder Wolle in die Maschen. Nach 34 Minuten stand es also nur noch 1:2. Doch der FC Dornbirn war in dieser Hälfte einfach zu stark. Nur Sekunden nach dem Wiederanpfiff erneut ein langer Ball auf Daniel Krenn. Der Youngster hämmerte den Ball zur Mitte, zwei Höchster verfehlten die Kugel, Ribeiro sagte Danke und stellte auf 3:1. Kaum zu glauben, aber wahr, der FC Dornbirn hatte immer noch nicht genug. Die Benneker Elf mit einem Freistoß, Ribeiro auf Marquinhos und der Brasilianer stellte nach 41 Minuten auf 4:1. Bei diesem Spielstand wurden auch die Sachen gewesen. Nach dem Wiederanpfiff verlor die Partie etwas an Fahrt. Dornbirn versuchte das Ergebnis zu verwalten und dem FC Höchst fehlten einfach die spielerischen Mittel, um gegen die Rothosen bestehen zu können. So versuchten es die Hausherren oft mit Weitschüssen, scheiterten aber, wie hier Cevahir Saskin, an Dornbirn-Keeper Andreas Morscher. Nach gut einer Stunde wieder Höchst, Igor Manolovic mit einem Freistoß, Morscher faustete die Granate aber sicher aus dem Gefahrenbereich. Die Grabe-Elf blieb bei ihrem Rezept mit den Fernschüssen. Wieder versuchte es Manojlovic, aber einmal mehr hielt Morscher sicher. Dann probierte es auch Jakob Weiters, der Youngster verfehlte das Tor aber knapp. Kurz vor Schluss zeigte sich auch der FC Dornbirn ein weiteres Mal in der gegnerischen Hälfte. Matze Nagel parierte diesen Schuss von Thiago aber sicher. Dies war gleichzeitig auch der Schlusspunkt. Der FC Dornbirn entführte nach dem 4:1-Sieg also alle drei Punkte aus Höchst. Ja, bei mir der Trainer vom FC Mohrenbräu Dornbirn. Ein 4:1-Sieg, ich nehme an, zufrieden? Nein, bin ich nicht. Ich bin zufrieden mit 3 Punkten. Aber wenn man die zweite Hälfte anschaut, dann kann man nicht zufrieden sein. Aber grundsätzlich mit der Saison in der Regionalliga ist man voll mit dabei? Ja, es ist eine ausgeglichene Liga und die ist sehr stark. Und wir haben auch gesehen, wenn nicht jeder sein Leistungspotenzial abruft, dass dann auch Spiele mit 0-1 verloren gehen, obwohl man dann vielleicht spielerisch die bessere Mannschaft ist. Man hat heute auch gesehen, die erste Hälfte, wir haben gewusst, Höchst hat eine sehr junge Mannschaft, wir haben sehr viel Druck nach vorne gespielt, ab Minute 1, sehr viel Bewegung in der Mannschaft gehabt und einen sehr guten Fußball gespielt. Aber die zweite 45 Minuten ist es dann zu wenig. Spielt man heute gegen einen starken Gegner, geht so ein Spiel vielleicht noch verloren. Zum heutigen Resultat ganz kurz, ein Spiel, das mitunter nicht sehr glücklich macht. Ja, man hat gesehen, die Unterschiede zwischen Dornbirn und Höchst sind relativ groß gewesen. Dornbirn hat einen sehr, sehr ausgeglichenen, großen Kader mit eventuell mit Profispielern, ehemaligen Profispielern. Da haben wir sehr, sehr schwer mithalten zu können. Aber erfreulich an diesem heutigen Tag war die tolle Kulisse, sehr viele Besucher mit dabei. Der Termin Sonntagnachmittag, 17 Uhr, kommt uns sehr entgegen. Hier kommen sehr, sehr viele Zuschauer. Das Wetter war hervorragend für den Fußball zu spielen. Und doch, Dornbirn ist doch eine gegnerische Mannschaft, wo sehr, sehr viele Leute ins Rheinau-Stadion gezogen hat. Ja, in der Vorarlberger Fußballlandschaft nicht wegzudenken. Der Trainer vom FC Höchst, heute eine bittere Niederlage. In der zweiten Halbzeit hatte man das Gefühl, man kann mithalten. Ja, ich denke, die Niederlage war nicht bitter, sondern Dornbirn war die klar bessere Mannschaft, hat auch das größere Potenzial als wir
und wir haben tapfer dagegen gehalten und vor allem in der zweiten Hälfte haben wir zum Glück kein Tor mehr bekommen. Wo führt der Weg in dieser Saison hin? Unser großes Ziel war der Nichtabstieg und den werden wir auch weiterhin anstreben. Also wir mit der Ländle Fußballshow werden permanent auch aus der Regionalliga berichten. Kann man davon ausgehen, dass man auch nächstes Jahr vom FC Höchst in der Regionalliga berichten kann? Es wird ein ganz schwieriges Jahr heuer und vor allem im Moment haben wir mit 5 Verletzten und 2 Spielern, die im Urlaub waren heute, einfach der Kader ist nicht groß genug. Aber auf den Punkt gebracht, Saisonziel ganz klar, Klassenerhalt. Ganz sicher, ja.